Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video von mir. Und zwar wisst ihr ja, dass meine Jungs total gern mit ihrer Nintendo Switch spielen. Und dazu gibt es jetzt bald ein neues Spiel, und zwar ab dem 3. Januar. Vielleicht auch ganz interessant für euch, denn es geht um Gehirnjogging. Ja, das Spiel nennt sich Dr. Kawashimas Gehirnjogging für die Nintendo Switch eben. Und ich warte jetzt gerade auf den Max, dass er von der Uni kommt. Mit dem werde ich nämlich jetzt gleich zocken, wahrscheinlich werde ich mich sowas von blamieren. Ich habe mich jetzt damit schon ein bisschen beschäftigt, also ich habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen. Es klingt sehr interessant und wie gesagt, ich warte jetzt auf Max, dass er kommt und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Also der Max ist jetzt da und jetzt wird erstmal das geistige Alter festgelegt. Leute, ich sag's euch. Also bei mir kam 80 raus. Okay, ja, war ja klar. So, schauen wir mal bei Max, was da rauskommt. Also der Max, der testet jetzt gerade alles aus und stellt sich's ein. Jawohl. Genau. Seht ihr? Total easy. Aber du musst schneller machen, Max, weil sonst bist du ja uralt. Ja, das ist mir schon bewusst. Du stellst dich ja an. Ich glaube, ich bin besser. Das will ich dann sehen. So, also das ist jetzt das erste Ergebnis. Und der Rekord passt doch. Ja, auf jeden Fall, weil es das erste Mal ist, dass du das jetzt einstellst. Und umso öfter man das Ganze natürlich spielt, umso besser wird man dann hoffentlich. Also man kann dann eine deutliche Steigerung dann erkennen. Okay. So, jetzt kommt die nächste Übung und der Max muss jetzt Gas geben. Das geht natürlich auch um Zeit. Das ist jetzt der Zwischenstand und jetzt kommt die dritte Übung dran. Subtrahieren Sie immer wieder die Zahl 9. Okay, Max, zeig, was du kannst. Das ist anstrengend. Und jetzt wird auch dann das Alter angezeigt, ne? Ja. Okay, das waren jetzt 3 Übungen. So, hier, schaut mal, geistiges Alter, der Max, 80. Und je nachdem, wo man dann quasi besser wird, verschiebt sich dieses Dreieck in der Mitte dann auch. Es sollte sich verschieben, Max, wenn du besser wirst, oder? Wirst du besser? Okay, schauen wir mal. Also das geistige Alter wurde jetzt festgelegt. Ich hoffe, dass wir noch etwas jünger werden, also vor allen Dingen ich. Es gibt ja verschiedene Spiele. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, Vögel zählen, gemeinsam zu spielen. Also ihr habt auch die Möglichkeit, das eben zusammen zu spielen, ideal für die Familie. Aber ihr könnt das Ganze eben auch alleine spielen, um dann eben euer Gehirn zu trainieren. Aber jetzt zählen wir erstmal die Vögel. Ich bin gespannt. Ihr habt jetzt auf jeden Fall gleich was zu lachen. Okay, 3, 2, 1, go! 3. 2. Ich will gewinnen! Man muss schneller machen. Ich bin schlecht. Kann auch gucken, was du machst und dann drücken. Ja, wenn die aber fliegen, dann ist das kompliziert. Der Weg ist das Ziel. Oh nee, die Aufgabe ist schwer. Es geht hier um Zeit, ne? Ja, pass auf, ich hab's jetzt richtig. Susanne! Yay! Yeah. Loser. So, also, da seht ihr jetzt das Ergebnis. Ja, okay. Halt, ja, was soll man dazu sagen? Der Max ist ja auch ein bisschen jünger als ich, ne? Aber wir waren fehlerfrei. Ja, okay, Kisten zählen. Es wird richtig schwer, das Spiel. Seht ihr? Weil die dann verschwinden. Oh Gott. Ich hab's ganz genau gesehen. Erstmal geschaut, oh was Mann. Er abzieht. Ja klar, ich muss ja gucken, was du hast. Das war einfach. Jetzt hast du bei mir geschaut. Du hast bei mir geschaut. Oh Mann. Oh Mann. Okay, ich war wieder richtig schlecht. Ne, es geht. Oh Gott, ja, nee, okay. Geht.
Okay, also ich habe jetzt hier den Joy-Con und hier vorne ist eine Kamera, eine Infrarotkamera. Und ich muss jetzt quasi meine Hand hier hinpacken und die Bewegungen nachmachen, die mir gleich gezeigt werden. Und die Infrarotkamera erkennt meine Hand und sagt mir eben, ob ich es richtig mache oder nicht. Aber damit ihr es besser versteht, zeige ich es euch jetzt. So, habt ihr es gesehen? Meine Hand wurde erkannt und deswegen kam der Haken. Okay, und jetzt muss ich die Figuren machen, die hier abgebildet sind. Das macht so Spaß, das Spiel. Das ist so genial. Also das Ergebnis ist natürlich jetzt nicht das Beste, aber umso öfter ich das spiele, umso mehr trainiere ich natürlich mein Gehirn und dann werde ich natürlich umso besser. Okay, Max, was machst du jetzt? Ich spiele jetzt nochmal Bazillenjagd nach dem anstrengenden Training. Mhm, ist klar. Ja, das ist eine Umsetzung von Dr. Mario. Okay, und wie geht es? Also ist das schwer? Das ist oder was so eine Art Tetris eigentlich. Mhm. Ja, das hört sich gut an, zeig mal. Ja. Also, let's go. Ja, ich lenke jetzt quasi diese Pillen hier drauf und dadurch kann ich jetzt diese Viren hier auslöschen. Okay. Also du musst die Bakterien töten? Ja. Und das sind die Bakterien hier oder was? Ja, und das sind die Pillen und die kann ich ja auch so drehen. Ah ja. Ich versuche jetzt die restlichen hier unten fertig zu machen. Ah, okay. Ja. Ja, das Ganze ist jetzt mehr was zum Entspannen. Ja. Nach dem Gehirnjogging. Und das musst du dann bis oben gefüllt haben, oder wie ist das? Nee, dann habe ich verloren. Ach so. Ja. Ich habe uns jetzt mal was zu knabbern geholt. Und der Max lässt es jetzt nicht auf sich sitzen. Er macht jetzt nochmal weiter seine Matheübung. Und das ist so witzig. Ja, jetzt gibt er hier Vollgas, ne? Und will natürlich zeigen, was er kann. Also während der Max hier gerade noch beschäftigt ist, sage ich euch mal mein kleines Resümee. Wir fragen dann mal den Max, was er dazu sagt. Man kann gut sein Gehirn trainieren und man hat auch gemeinsam Spaß. Also ich habe jetzt vorhin den Max nochmal abgezogen, dann hat er mich nochmal abgezogen, war ja klar. Aber wie gesagt, wir haben wirklich viel Spaß gehabt und haben das jetzt auch wirklich genossen. Also hier ist jetzt das Ergebnis. Da sieht man jetzt eine deutliche Verbesserung, ne? Ja, Übung macht den Meister, Max. Also der Max ist jetzt ein Auto. Was warst du vorhin? Jetzt läuft's. Ein Radfahrer. Ja, also man ist entweder ein Fußgänger, Radfahrer, Auto. Was gibt es noch als Steigerung? Das wissen wir noch nicht. Wir haben es ja noch nicht erreicht. Wir haben es uns kurz gemütlich gemacht, der Max und ich. Ja, kleine Spielpause. Ich wollte euch noch dazu sagen, dass dieser Touchpen mit im Spiel dabei ist. Also das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man zum Beispiel die Matheaufgaben löst, um die Zahl hinzuschreiben. Also ja, ideal. Man kann es natürlich auch mit dem Finger machen, wenn man unterwegs ist und das nicht unbedingt mitnehmen möchte, aber es ist mit im Spiel dabei. So, also ihr habt es gesehen, der Max hat seine Leistung gesteigert und das ist eben auch Sinn und Zweck der Sache. Man kann sich auch weitere Spiele erspielen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind ja noch dabei und ich finde, dass dieses Spiel quasi für die ganze Familie geeignet ist, also sprich von klein bis groß. Ja, es hat keine Altersbeschränkung, aber vor allen Dingen vielleicht auch gerade für eure Eltern, also sprich für meine Mama zum Beispiel geeignet. So kann sie auch ihr Gehirn trainieren, beziehungsweise kann sich fit halten, also so ein Jogging fürs Gehirn ist schon sehr sinnvoll. Also das Spiel hat quasi ja, ein Mehrwert, würde ich jetzt mal so sagen, ganz spontan. Also so viel zu meiner kleinen Review. Der Max ist immer noch beschäftigt, der schaut auch überhaupt nicht in die Kamera, ne Max? Möchtest du auch noch was zum Spiel sagen? Ja, also ich finde es top. Ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem, was ich kannte. Okay. Ich habe das ja schon vor ein paar Jährchen gespielt. Ah, okay. Die erste Version. Also kannst du es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Es sind ja jetzt auch ein paar neue Spiele dabei. Spornt auch an. Ja, es spornt wirklich an. Also es macht total viel Spaß. Und ja, als ich dann gemerkt habe, dass ich eben besser werde, vor allen Dingen besser als der Max, war das für mich schon ja eine kleine Genugtuung. Ne? Ja. Weil ich ja auch älter bin. Also gut, meine Lieben, dann war es das soweit von unserer Seite. Zu dieser kleinen Review zum neuen Spiel, das eben ab dem 3. Januar rauskommt. Ich zeige es euch nochmal, falls ihr Interesse habt. Ich schreibe euch dazu auch nochmal alles unten in die Infobox. Schaut gerne vorbei. Also ich kann es wirklich empfehlen, denn ja, wie gesagt, wir sind damit als Familie definitiv beschäftigt. Jo, und das war es soweit. Vielleicht will der Max auch noch Tschüss sagen, weil die Mutter so eine Labertante ist. Ja, okay. Also, dann verabschieden wir uns und wünschen euch natürlich nur das Beste und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Jetzt bist du dran. Ja. Bis dann. In diesem Sinne. Ciao.